Hallo Mann. Noch kommt mir keiner zu. Irgendwas stinkt hier so ekelhaft. Also mein Schuh, wo ist der? Mein Stuhl. Achso? Ich rede jetzt wieder mit den Jungs, während ich live bin. Okay. Opa. Hi Nico. Warum hört ihr jetzt keine Musik mehr? Moin Andi. Moin, moin, moin. Weiß jemand, wie ich die Musik auf meinen Kopfhörern ausstellen kann, aber den Rest nicht? Also, dass ich den Rest höre. Wohl eigentlich, warte, wenn ich so mache. Nee, wenn ich so mache, dann hört ihr auch nichts mehr. Kann ich denn das machen? Muss doch irgendwie gehen, dass ich das nicht selber höre. Weil wenn ich jetzt gleich mit den Jungs rede, dann höre ich ja nur die Musik. Oder soll ich dann Musik komplett ausmachen? Ich weiß es nicht. Hallöchen. Hallo, hallo, hört man mich? Ja. Ja. Jetzt geht mal eben kurz lauter machen. Ich komm, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja. Ey, ich wusste gerade wirklich, mir war gerade, ich hatte gar keinen Plan, was ich machen soll. Ich war gerade kurz davor, den Stream zu beenden. Echt? Weil ich gar keinen Plan habe, ja, was man jetzt gerade machen kann. Ui, was kam denn? Ich habe noch gar nicht geguckt. Was ist denn mit diesem Preseason jetzt? Da muss man einmal eine also so eine tägliche SPC machen, Okay. für 5 Tage. Okay. Halt so eine relativ einfache SPC. Ja. Wo du halt dann, es gab es ja auch schon mal, wo du dann am Ende von den 5 Tagen halt ein großes Pack bekommst. Okay. Was kam sonst noch? Und halt die zweite Aufgabe war irgendwie online, bei so Online-Modus, irgendwie Freundschaftsspielmodus, musst du viermal mit irgendwas treffen und dann bekommst du halt einen Münzenboost für FIFA 22. Ah, okay. Hast du auch so ein komisches Pack bekommen? Ja, so ein Leihspieler-Pack. Ach so, weil guck mal kurz bei mir im Stream, wie das Pack da aussieht. Steht einfach nichts. Ja, bei mir war das auch. Ah, okay. Mir war das auch. War gerade Warte, verwirrt. Lennart, jetzt ruft mich Lennart auf dem Handy an, warte. Ach so, ja moin, so ein paar Lennart? semi-gute Leihspieler. Hallo? Ja, ich bin live, aber ja, wieso? Alles klar. Komm dann einfach in Crew-Server bei Discord, wenn du willst. Jo, bis gleich. Jetzt kommt der Lennart noch dazu. Ehre. Gut. Zockst Sorry, du keine kurze Weekend Zeit. League? Ich spiele keine Weekend League. Okay. Du? Ja, ich tue es mir heute mal wieder an. Nee. Okay. Meine Freundin sagt schon nee. Oh Gott. Naja. Was machst du jetzt so? Was hast du vor im Stream? Im Stream, ich mache gerade gar nichts. Ich mache sozusagen Just Chatting. Ja, Ich okay. kann ein bisschen jetzt noch reden. Weil ich habe, wie gesagt, was FIFA angeht, gar keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Aha, jetzt kam es in Preseason. Kannst du täglich SBCs ausgewählte abschließen und Boni für FIFA 22 zu haben. Packs, Verbrauchs-Items und mehr. Aha. Hello, Virex, was geht? Feier die Preseason mit einigen der besten Spieler in diesem Footlight-Pack. Gut, das hat sich dann erledigt. Meine Frage. Alter, von allen AC Mailand-Spielern kriegt Samu Castillejo eine Karte. Echt jetzt? Wieso? Magst du ihn nicht oder was? Der ist der größte Anti-Fußballer gefühlt. Echt? Ja, ohne Witz. Ach komm, echt jetzt. Da gibt es echt andere Kandidaten, die eine Karte verdient hätten. Was kostet der denn? 82er Team. Boah, den muss ich eigentlich mitnehmen. Ah, schon krass mit Ronaldo, jetzt hast du mitbekommen, oder? Ja, dass der zu United geht. Mhm. The Last Wahnsinn. Dance. Moin, Tizi Keine Schubech. Ahnung. Was geht? Einfach Tizi Schubech bei mir. Gottes Moin. Die aller echt, ne? Ja. Jetzt sind sie bei mir auch. Ja, guckt zwei Streams Deswegen auch mal gleichzeitig. schwierig. Ich glaube auch. Aber krass, weil gestern hieß es noch City, Ja. davor hieß es irgendwie Paris und jetzt heißt es Man U. Also, ja, gut. Aber Man U ist jetzt wohl fix. Ja, das ist echt geil, irgendwie. Ich feier's. Also für FIFA vor allem ist es auch geil für die OTWs. Definitiv. Vor allem das OTW-Pack am Anfang könnte dann. Das könnte schmecken. Ja, Da gibt es jetzt schon cool. einige Kandidaten, die Ja, ich meine, recht. allein, wenn du nur Paris anschaust. Ja, klar. Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Messi, also Verrückt. noch, Ramos. Ja, Ramos auch noch stimmt. Genau, das wären dann die bei Paris, dann Mbappé wahrscheinlich zu Real. Ja. Ronaldo bei Man U, Varane bei Man U Ist verrückt. und Hello Grealish Hallöchen. bei Man City. Digga, also das OTW wird echt krank. Stimmt, Grealish ist ja auch gewechselt. Okay. Was sagst du? Haaland zu PSG. Ja, genau.
Jo, wahrscheinlich. Und Lewandowski soll ja angeblich auch gehen wollen. Auch zu PSG, ja, gell? Der wird auch gehen, aber wisst ihr, was er ist. Ich wollte gerade sagen, der geht, jetzt geht er erstmal nicht. Nein. Ja, schon. Bei Bayern hat er alles durchgespielt. Das ist langweilig, gell? Naja, wenn du nochmal die Chance hättest, ins Ausland zu gehen, warum nicht? Oder? True. Oh, jetzt hat Ronaldo gerade auf Insta was hochgeladen. Oh, jetzt wird's spannend. Da muss ich gerade mal reinschauen. Heute verlasse ich, heute werde ich einen fantastischen Club verlassen, den größten in Italien und mit Sicherheit einer der größten in ganz Europa. Ich habe mein Herz und meine Seele für Juve und gegeben und will, werde es immer, werde immer die Stadt und den Verein lieben. Blablabla. Die haben immer mich respektiert und versucht, respektvoll, habe immer versucht, respektvoll in jedem Spiel zu sein, blablabla. Im Endeffekt oder am Ende, we can all look back, also können wir alle zurückschauen und bemerken, dass wir großartige Sachen erreicht haben. Zwar nicht alle, die wir wollten, aber trotzdem haben wir tolle Geschichten zusammengeschrieben. Ah, ich bin einfach der Englisch-Übersetzer. Krass, dann ist das echt fix. Ja, das ist fix. Krank. Hat das auch schon bestätigt. Man auf dem Menu-Insta-Account kam es auch schon. Ja, Bruno Fernandes hat es auch schon bestätigt. Das ist auch so eine geile Tat. Habt ihr das Dingens von dem Trainer gesehen von Man United, das Statement? Ja. Er meinte nur, dass Bruno Fernandes ihn belabert hat und wenn er wechseln würde, wollen würde, er weiß, wo er uns findet. So, wo ich mir denke, finde ich cool. Ja, ich freue mich so, dass der bei United ist. Ne? Ja, Mann, ist cool. Also fühle ich 1000 Mal mehr, als wenn er zu City gegangen wäre. Ja, weil definitiv. Jetzt, also ich finde, jetzt merkst du auch, dass der wegen dem wegen der Nostalgie hingeht, nicht wegen dem Geld. Aber irgendwie, ich hätte es auch gefeiert, wenn er wieder zu Real gegangen wäre, weißt du? Nee, ich glaube so, nicht. Also er hat ja selber gesagt, dass das durch ist. Und ich glaube echt, wenn du eine Vereinslegende bist, was sollst du denn da noch? Ich habe nichts gesehen bei Fabrizio also, Romano Virex zu Haaland. Ja, aber so stell dir mal vor, Mbappé hätte dann bei Real mit Ronaldo zusammen den Sturm jetzt gebildet. Ja, gut. Aber jetzt haben wir halt Cavani und Ronaldo. Ist halt auch nicht ungeil. Wobei dann Cavani jetzt erstmal wahrscheinlich auf der Bank sitzt. Ah, es gibt jetzt diese kostenlosen Spieler, ne? Bin so froh, dass CR7 bei uns wieder ist. Was gibt's kostenlose, was? Ja, diese kostenlosen. Also ich sehe nichts von Haaland zu Paris. Diese Leihspieler. So, ja. Ja, ich habe mich gerade eingeloggt. Also ich brauche noch 800 Punkte. Chat, irgendwann streamen wir nachher. Cavani Bank, ja. Junge, dieser Godin sieht heftig aus. Scheiße. Hast du den schon gesehen? Den SPC. Godin? SPC, ja. Heftig, nur ein 82er-Team. Bank. Stimmt. Cavani Bank, ja. Transfermarkt auch nicht. Nein, das ist Quatsch. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wohin? Weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der wechselt. Was soll Paris. Ja, aber jetzt mal Real Talk. Man United hat ja letzte Saison auch nicht so krass auf ihn gesetzt. Ich weiß nicht, ob der verletzt war, keine Ahnung, who cares. It is what it is. Hey, ich weiß nicht, ob das die Suppe ist, aber hier stinkt irgendwas auch schade, so weil der ist schon auch ein krasser Typ. Also, wow. Wird sein Potenzial mit Verlauf bei United nicht. Niemals. Glaube ich nicht. Ohne irgendwie böse zu meinen. Ja. Rashford LM, ZOM Bruno, RM Sancho oder ja, Greenwood und Stürmer Ronaldo. Boah. Doppelsturm, Cavani, Ronaldo. Die Frage, aber dann müsste halt entweder... Ich kann auch defensiv spielen. Aber ich ganz ehrlich, ich glaube eher, dass Ronaldo der einzige Stürmer sein wird. Also. Ja, wird man ja sehen. Vielleicht spielen sie auch ganz kreativ mit Dreier. Es könnte crazy werden. Steht doch da sogar drunter. Moin, aber stimmt, Sancho sitzt da auch, ja. Krass. Ah ne, vor allem war Tizi dabei. Krass. Big Mac. Also die haben in diesem Transferfenster so geile Transfer gemacht. Vor allem auch für Low Budget, ne? Verhältnismäßig. Ja, und Pogba ist ja eigentlich auch noch da, also. Ja,
ehrlich, du kannst mir nicht erzählen, dass ein Pogba jetzt weg will, jetzt wo der Ronaldo-Transfer da ist. Ja. Dreierkette Shaw, Wan-Bissaka. Die Jungs eigentlich zu laut. Und Varane und Maguire. Stimmt. Weil ohne Scheiß, auch wenn Maguire manchmal so lost ist, ne, wo er ja die ganzen Memes und so weiter, wir machen uns auf dem Kanal auch drüber lustig, wenn man ihn zieht, ne, so meme-mäßig. Aber das ist viel heftiger, der hat eine richtig krasse EM gespielt. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt wo Varane da ist, wird es halt auch schwierig für Maguire. Glaube ich nicht. Die haben immer, ich glaube eher, dass es für Lindelöf und Bailey schwer wird. Vorlich. Uhu, immerhin 83er. Gouye, 84er. Und Maguire. Ja, und Wan-Bissaka gibt's auch noch. Und Shaw gibt's auch noch. Auf Außen, ja, dann spielt er Fünferkette. Wan-Bissaka und Dings offensiv, Shaw. Also, was willst du mehr? Es wird spannend. Also, ein 5-2. Keine Ahnung. Das geht gar nicht mit den Spielern, die haben, eine Fünferkette. Nee, dann müsstest du einen Bruno so halb auf der 6 spielen. Ja, aber jetzt mal Retalk. Also ja, oder ein Pogba rauslassen oder so. Die werden Viererkette spielen. Die werden Viererkette spielen und Varane und Maguire sind einfach die gesetzten Innenverteidiger. Ja gut, du kannst natürlich auch, also was man auch ausprobieren kann, ist zum Beispiel jemanden von denen aus der Fünferkette ins zentrale Defensive zu setzen. Wobei sie da Fred haben und der echt bockstark gespielt hat letzte Saison. Ja, und dieser McTominay oder wie der Typ heißt, Ja, aber der wird jetzt nicht mehr so krass, also der wurde jetzt nicht so krass gesetzt letzte Saison, hatte ich das Gefühl, verhältnismäßig. Doch, der hat schon viel gespielt. Ja, echt? Ich habe das Gefühl gehabt, dass dann Fred tatsächlich mehr Vorzug gekriegt hat. Nicht. Schwierig, ich glaube, das kam immer drauf an, ob Pogba fit war oder nicht. Ah, okay. Weil neben Pogba brauchst du so einen richtigen Sechser wie McTominay. Genau. Und wenn der Pogba mal nicht spielt, dann spielt halt eher Fred, weil der auch was kreieren kann nach vorne. Fred ist auch echt ein absolut underrateder Spieler. Ja. So gut. Also ich glaube, Manchester United wird nächstes Jahr 4-3-3 spielen. Einfach mit Rashford und Sancho auf den Außen, Ronaldo in der Mitte. Bruno als Zehner, dann Pogba und eben Fred oder McTominay. Das Ding ist ja, soweit ich weiß, die waren doch Zweiter, gell, in der Premier League. Stell dir mal vor, jetzt wo die anderen alle auch noch mit dabei sind. Das kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Du musst mal überlegen, die haben jetzt ein komplett neues Team zusammengezimmert, also auf vielen Positionen neu. Ist Warm-Up nur für das FIFA. Und United. Für das 22er oder noch mehr? Wie meinst du Warm-Up? Also die haben ja wirklich seit Jahren. Was für Warm-Up? Dieselbe. Also dieses Preseason. Und die kennt sich blind. Achso, das hier meinst du. Das ist nur für FIFA 22. Zumindest bei der Champions League läuft es trotzdem nicht. Ja, also, ne, also du weißt aber, worauf ich hinaus will. Ja. Erstmal Grüße an deinen Chat, falls du noch live bist oder auch Cicero, der live ist. Ja. 4-2-3-1 sagt Blackfire, dann Torwart Henderson. Moin, René. RV Wan-Bissaka, IV Maguire und Varane. LV Shaw, ZDM McTominay, ZM Pogba, RM Sancho, ZOM Bruno, LM Rashford, Stürmer CR7. Boah, das wäre halt ein krankes Team. So. Moin Chat, ich habe jetzt auch, also ich moin Benny. Sind die Jungs eigentlich zu laut im Discord oder geht's oder könnt ihr lauter sein? Sag mal bitte kurz. Jetzt so, hey, ich höre gar niemand. Silber Weekend League, lol, macht kein Mensch. Soll ich dir helfen? Teamtest. Spiele 4 Partien im Live-Food-Freundschaftsspiel, bringe deine besten und stelle dabei mindestens 3 Spieler mit 92 auf. Habe ich. Triff in 3 separaten Partien. Machen wir jetzt live in meinem Stream. Spieler mit mindestens 92. Ein Thumbnail. Du kannst zuschauen und sagen, was du oder wer du haben möchtest. Mit deinem Spieler mit mindestens 2. Blanke Vorbereiter. Ich guck's mal einfach blind an. Ich das mit dem Chat zusammen. Ah, okay. Normal, perfekt. Wir gehen mal auf Jungs, falls ihr euch fragt, hey, der gute Lennart und der gute Benny sind auch am Start. Bin auf Arbeit, Team ist fertig und hat noch 7 Mio. Soll ich was reinschicken? Soll ich mal reinschicken? Schick rüber. Keine Rea. Der hat seit 2017 keinen Elfer mehr gehalten. Echt? Kannst du mir gerne ein paar Coins geben, wenn du möchtest. Du musst es mal so sehen. Weil ich bin broke. Zum Beispiel jetzt, ohne dass es irgendwie miteinander zu vergleichen ist. Messi hat ein neues Ingame-Bild, glaube ich. Wann hat denn Sommer das letzte Mal für Gladbach einen Elfmeter gehalten? Lol, das ist Max-Chemie-Modus. Du kannst einfach spielen, wen du willst. Recht abgerissen hat. Merke ich gerade. Ja, ist so. Ist nicht? Ja,
habe den Gefühl, dass wir etwa mithalten sehen. Man hat gegen Mbappé gehalten und hat gegen Ramos gehalten. Nur moin. Aber das auch nur bei der Nationalmannschaft, ohne dass es irgendwie schlecht werden zu wollen. Ja. Oder. Ah, richtig gute Ballannahme. Also nur so, wer gerade Stream schaut, Dienstag, neues Video, das traurigste Draft, gerne anschauen. Ist hoffentlich lustig geworden. Das traurigste Draft? Oh nein, Messi, ja. Trifft doch. Was beinhaltet das? Ja, wie tief steht sein Team? Man schaut immer die Spieler an, die Spielerkarten, und schaut, wer am traurigsten aussieht quasi. Also hat jetzt nichts mit Rating zu tun, sondern... Keine Ahnung, mehr Potenzial hatten und dann. Ey, leck mich doch, was denn war das? Einfach nach dem Bild. Was war denn das für ein Tor schon wieder? Kennst du ihn noch? Meinung zu Messi? Ja, zwar sollte angeblich der nächste Messi werden, gell? Türkische Messi, ja. Also, wir brauchen ein Bild von Lennart. Kennt ihr noch Halilovic? Das sollte der nächste kroatische Messi sein. Der ist auch irgendwo in die zweite englische Liga, glaube ich, jetzt gewechselt. Ach, krass. Ich hätte noch Merzacker. Merzacker, ja. Wie ist der denn von Bremen? Marco Marin. Ah, ja. Kennt ihr den? Nee. War schon immer sein Traum, in Saudi-Arabien zu spielen. Ja, absolut. Ohne Witz, kennst du Marco Marin nicht? Mhm. Das war so ein krasser Spieler bei Bremen damals. Aber es ist auch schon locker 10 Jahre her. Und sie ist taub. Aha. Nein, ich hab zu ihr gesagt, ich komme. Sie hat jetzt keine Zeit. Der ist Motherfucker. Oh, der Feuer brennt. Niemand wird so sein wie Messi. Ja, das ist halt einfach eine Tatsache. Messi ist halt einfach irgendwo ein Richtwert, um einfach nur auszudrücken, dass der Spieler gut ist. Oh, jetzt gehen in dem Modus die Leute ehrlich nicht raus. Was soll denn das? Das ist in jedem Modus so. Hä? Mittlerweile. Das ist in jedem Modus mittlerweile. Echt? So. Richtig schlimm. Ja, ja. Als ich den Meunier erschwitzt habe, da haben mich die Leute teilweise ins Elfmeterschießen gezwungen. Ja, der wollte mich gerade, ich war gerade durch vom Tor, der wollte einfach eine rote Karte mitnehmen. Wollte mich noch umgrätschen. Ja, ich glaube, das Problem ist, weil man nicht gewinnen muss bei den Aufgaben. Gerade wenn man nicht gewinnen muss, kann man doch rausgehen. Oder nicht? Hä? Wenn man gewinnen muss, geht man ja raus, nicht, wenn man nicht keine Chance mehr hat. Ja, deswegen muss ja nicht gewinnen. Ja, also man muss nicht gewinnen, deswegen gehen die Leute nicht raus, so meine ich. Aber es wird ja aber auch nicht angerechnet, also was juckt's dann, wenn du rausgehst, so weißt du? Ja, es ist Quatsch, man kann auch einfach rausgehen, klar. Du wastest doch einfach viel mehr Zeit, wenn du in der Partie bist. Einfach Zeitverschwendung, ich glaube, ich gehe jetzt auch raus. Was kommt noch? Ja. Wo findet man die Aufgaben? Wo findet man Aufgaben in FIFA 21? Es gibt einen eigenen Menüpunkt, der heißt Aufgaben, oder nicht? Nein, Ziele. Karrieremodus. Alter, Lennart, du bist bei extrem leise. Ich rede auch tatsächlich leise. So, jetzt. Hallo! Kann ich schicken, die App spinnt bei mir. Kannst du? Nein. Aber über Sofa Gameplay schauen, wenn du magst. Wie geht das mit den Vereinen bei dem SBC? Hä? Was meinst du? Spiele 4 Partien. Triff in 3 separaten Partien und werde mit Flanke Vorbereiter. Das heißt, man muss echt nicht gewinnen, deswegen gehen die Leute echt nicht raus. Das ist eklig. Ist Teamtests auch für FIFA 22? Ich glaube nicht. Kann mein Gegner einfach rausgehen? Ich führe 3-0. Bitte geh. Ich will meine Zeit nicht wasten. Selbes Problem. Sag mal, Cicero, was holst du eigentlich im Schnitt? In der Weekend League. Wenn du richtig reinschwitzt. Wenn ich richtig reinschwitze, dann glaube ich, könnte ich schon so Gold 1, 22 Siege, irgendwie sowas holen. Also ich bin dafür, Benny, wir müssen nächstes Jahr einfach trainieren. So wir müssen lernen. Trainieren.
Ach so, ja. Und dann machen wir unsere eigene E-Sport-Abteilung auf. Naja, wahrscheinlich. Danke, Blackfur. Freut mich. Nein, aber wir müssen wirklich drin. Ja, definitiv. So, jetzt brauchen wir noch irgendwas, was für... Ohne Witz? Ja, schaust du da einen Film oder was ist da im Hintergrund? Bei mir? So. Meine, da ist so Copyright. Meine Freundin spielt Spider-Man. Oh, so. Die sagen, läuft da ein Film bei dir im Hintergrund? Nein. Ja. So, wir brauchen jetzt. Ich hab Verratti gezogen, ne? Ich hab auch Verratti gezogen. Ich auch. So, ey, ohne Witz, das ist so eine geisteskranke Karte. Leg mich am Arsch, ist der heftig. Ich finde den auch nicht verkehrt. Leaxomo. Was versteht man daran nicht? Du darfst maximal 5 Vereine haben. Verstehen Sie? Maximal 5 Vereine aus einer Liga. Das heißt, du darfst zum Beispiel nur Spieler von Manchester United, Manchester City, Everton, Chelsea und Liverpool benutzen und dann keinen weiteren Verein. Habe ich mich schon über den Nani ausgekotzt? Was, über den Nani ausgekotzt? Nani? Also, habt ihr den gemacht? Nee, nee, leider nicht. Hab ihn vergessen. Okay. Aber ungelogen, also das ist, eigentlich ist es eine richtig geile Karte für den Preis. Also, stimmt absolut, Preis-Leistungs-Verhältnis. So, absolut. Ich glaube, vom Preis-Leistungs-Verhältnis sogar die beste SPC, die FIFA dieses Jahr, also EA dieses Jahr rausgedroppt hat. Ich glaube nicht. Zumindest die ich gemacht habe. Mhm. Und, aber... Ich kann den einfach nicht spielen, weil ich keine 5 Sterne Skills ausfüllen kann. Perfekt. Aber Abschluss ist der kein. Musst du doch nicht. Nur weil er die hat. Ja, aber ich würde sie halt gerne nutzen, weißt du? Ich würde halt gerne das volle Potenzial des Spielers nutzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ey, warum schwitzt denn die Leute rein in dem Modus? Man muss nicht. Was ist denn los mit meinem HDMI-Kabel? Die ganze Zeit geht mein Bildschirm aus. Ja, jetzt guck mal! Okay, ja. Ich berühr's nicht mal! Oh, was ist das, Alter? Geh da bitte raus! Was spielst denn du, Lennart? Ich spiele noch Diffy, wenn ich ein paar Dinge brauche. Junge, bei dir wächst der Kanal aber auch schnell in der letzten Zeit, ne? Bei wem? Hattest du hattest nicht vor ein paar Wochen noch die 800? Ich? Ja. Ja, geht manchmal recht schnell, manchmal dauert es übel lang. Aber du hast nicht so ein Loch wie ich gehabt, ja? Nee, das nicht. Aber ich war auch lang. Hallo, Elfmeter. Ich war auch lange inaktiv, leider. Lennart, Blackfire fragt dich, ob er dir beibringen soll. Ja, wir können gerne ein bisschen zusammen trainieren, kein Problem. Nicht jetzt, aber so nächstes Jahr halt. Gerne. Ich bring's dir bei, Lennart. Wobei das nächste Starterteam steht. Die Pack-Animation. Darf man die Pack-Animation auf YouTube zeigen? Nein. Ja, klar. Nein. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ich würde es noch nicht machen. Ich hab's schon. So, okay. Video. Und im Thumbnail. Aber ganz ehrlich, ich meine, es ist ja offiziell, es ist so gesehen schon mittlerweile ja, gibt's. Ich bin da aber vorsichtig, was das angeht. Ich meine, wenn du es offiziell darfst. Aber lass mich doch ein Flankentor machen, bitte. Danach können wir gerne Controller weglegen. So. Zack. Er checkt's nicht, dass ich nur dieses scheiß Flankentor machen will. Er gibt sich jetzt den Jubel. Wir haben ja jetzt letztens über ein paar Formate gequatscht, ne? Mhm. Ich hab da gestern mal ich hab da vorhin mal mit meinem Bruder drüber gequatscht, was er denn davon halten würde, weil er halt auch, der ist in deinem Alter. Kein Problem. Lea Xomo. Dein Bruder ist in meinem Alter. Ja, ja. Boah, okay. Ich hätte ihn mal gefragt, wie sieht's eigentlich aus? Hättest du da, also wie würdest du das finden? Also er ist zwar jetzt nicht so krass im Game drin, ne, wie wir jetzt halt. Mhm. Aber so prinzipiell, was würdest du davon halten? Und er meinte, dass wenn wir das so umsetzen, dass das bestimmt gut ankommen wird. Weil das vom Konzept her gar nicht so kacke ist. Also das ist das, was ich habe ihm das erzählt, was Blackfire vorgeschlagen hat.
worüber wir gequatscht hatten. Oh Mann, ja, nice. Das ist so anstrengend. Warum macht das denn so? Halt, man muss halt, wie gesagt, erstmal so die Regeln an für sich aufschreiben, dass man das wirklich jeder checkt, wie es funktioniert. Weil ich meine, wenn wir dann so einen ewig lang versuchen, es zu erklären und dann letztendlich doch nicht richtig, also weiß ich mein. Naja, natürlich. Warum laufen die denn in der Mitte nicht mit? Also, Lennart, ich halte jetzt dein Thumbnail schlicht und Ding, weil ich weiß gar nicht, was ich da drauf machen soll, ehrlich gesagt. Na, das ist halt nur Preseason-Event, das willst du ja groß reinhauen. Ja. Ich weiß das selber nicht, was mich bei dem Event gerade erwartet. Ich habe mich nachher informiert. Das Ding ist halt, ich möchte halt so eine Mischung zwischen komplett, ich sehe alles zum ersten Mal und ich habe so Teile. Irgendwelche Flaschen. Das geht halt einfach nicht, wenn du jetzt im Streaming-Bereich halt tätig bist. Das geht gar nicht, dass die Infos an dir alle vorbeigehen. Aber ich habe mich da versucht rauszuhalten. Mhm. Weil ich will das halt alles so neu sehen, wenn es dann soweit ist, weißt du? Mhm. Aber diese Godine ist witzig, finde ich stark. Oh, schieß doch bitte, mein Gott. Nee, aber Blackfire, wenn du willst, können wir da gerne mal einmal die Woche oder so miteinander trainieren. Gar kein Stress. Wenn du da Bock drauf hast. Jetzt schauen wir mal, wie FIFA 22 wird. Ja, super, du hast dein Flankentor geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Boah, ich schick's dir jetzt mal, Lennart. FIFA-Spieler sind alle so toxisch. Ja, aber schick's mir mal bitte über Discord am besten. Ja, mach ich. Und ich hatte manchmal von dir ein Submail gekriegt über Instagram, was dann aber auch nur im 680er Format. Guck mal, er schwitzt rein, Alter. Es ist doch gut. Instagram lass mich doch die Tor machen. Hat das wohl runtergeregelt. Okay, komisch. Ich hab dann einfach immer nur das Thumbnail halt auf 1080 skaliert quasi. Mhm. Und hab's dann. Ja, gut, dann ist halt die Qualität nicht so, gell? Ja, ich hab's dann halt geschärft. Das war dann in Ordnung. Das war wirklich okay. Ja, ich hab's jetzt mal geschickt. Er ist Lennart live? Nee, der ist noch nicht live, aber gleich. Ich bin später live. Ich wollte jetzt nicht live gehen, wenn die anderen beiden live sind, weil das finde ich irgendwie. Ach so, shit, du spielst ja auch Weekend League, gell? Ich wollte nachher Weekend League spielen, aber. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich muss erstmal Quali-Punkte holen, deswegen auf ganz entspannt erstmal. Das habe ich jetzt nicht ins. Per Voice dabei. Ja, ach, kein Stress. Kein Stress, kein Stress. Ins Thumbnail rein, aber gut. Egal, okay, gut. Ich habe ja noch eins, das kann ich ja sonst so einfügen. Jo, beziehungsweise kannst du ja das andere, wenn du Weekend League spielst, morgen oder übermorgen oder so mit rein. Ich hab's dir geschickt, also in die Crew-Ding. Okay. Erinnert Meinung zu CR7-Wechsel. Ja, heftig, Alter. Ich bin ja United-Fan. Und ich find's einfach heftig. Ich freue mich so extrem auf United. Also, jetzt schon das letzte Spiel war heftig, aber ich freue mich einfach so enorm darauf, Ronaldo wieder im. Ich werde mir auch das Trikot safe holen. Echt? Ich bin am Überlegen. Ich werde mir das dritte Trikot holen, weil das ist einfach echt mies geil. Wie sieht es denn aus? Ich schick dir mal. Junge, ich führe 2-7. Bitte geh einfach raus. Ich hasse es. Warum gehen die Leute nicht raus? Bitte, Community, tut euch einen Gefallen. Bitte. Oh mein Warum Gott. Muss man darauf hinschwitzen? Ich meine, man kriegt den Loot sowieso. Also ich, wirklich. Ja, das ist Quatsch. Immer dieses Getryharde. Weißt du, ich hasse es. Dieses Jahr ist es so schlimm. Ungelogen, letztes Jahr hat da keiner... Das kann man sich ja zocken. Nur so ein paar Billo-Packs bis jetzt. Letztes Jahr hat da irgendwer kein Pfiff... Also wirklich niemand hat da einen Pfiff drauf gegeben zu schwitzen. Und da wurde es dir angerechnet. Und jetzt muss man einfach um sein Leben tryharden. Ist so. Ey, es gibt's doch nicht. Warum? Ich meine, ich bin jetzt sogar schon so weit, dass mein Lacroix vorne steht und endlich. Da einfach ein Tor schießt. Der Typ hat 48 Schuss. Ist so. Geil. Und mein Matthäus ist auch eben im Ball ins Tor gefallen. So. Natürlich bin ich United-Fan. Also was heißt natürlich, aber das ist der Verein... Also ich habe ja diese ganze Ferguson-Ära und sowas miterlebt. Ja. Ja. Das ist wie wenn man sagt, ich bin auf Arsenal hängen geblieben. So, wenn man Arsene Wenger und Henri-Fan ist. Aber ja, United ist wenigstens nicht so lost. Also gut, Leute. So. Ich bin jetzt raus. Benny! Gesundheit, danke. Jo, ich raide bei Cable.
Seid mir nicht sauer, dass ich bei keinem von euch raide, aber ich habe ihm vorhin schon versprochen, dass ich raide, deswegen wäre es jetzt blöd, wenn ich ihm nicht raide. Und genau, ich bin raus, wir hören uns wahrscheinlich demnächst oder schreiben und sehen uns und keine Ahnung. Jo. Und Leute, im Stream natürlich, schaut bei ihm vorbei, Hashtag Vikami, ihr kennt's.